Wir haben gerade schon gesagt, ein Zeichen von Misstrauen eigentlich, dass die meisten Menschen sagen, dabei wird es jetzt nicht bleiben, das wird schon wieder weitergehen. Auch wenn uns gesagt wird, erstmal gilt das bis Ende Dezember, wir rechnen schon mit einem viel, viel längeren Lockdown. Ja, ich glaube, so kann man es aber auch nicht stehen lassen, weil diese also Sonderregelung für Hotspots über 200, die ist ja gestern beschlossen worden. Das kann daher niemanden überraschen. Das steht hier im Papier ausdrücklich drin und das ist ganz klar, dass wir in diesen besonders gefährdeten Hotspots, dass wir da mehr machen müssen als in ganz Deutschland. Das ist gar keine Frage. Unsere Hoffnung ist ja, dass bis Weihnachten sehr viele dieser Hotspots nicht mehr wirklich diese sehr hohen Inzidenzen erreichen. Das ist ja auch eine große Gefährdung für jeden, der da lebt. Und wir hoffen einfach, dass wir von diesen Zahlen runterkommen. Dann gelten noch einheitliche Regeln natürlich. Ja, einheitliche Regeln. Wir haben es jetzt hier gerade aktuell in Berlin. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Aber wenn wir trotzdem bei Weihnachten bleiben, eine der nächsten Maßnahmen waren bezogen auf den Einzelhandel. Und zwar, wie viel Platz da sein muss für jeden Kunden. Und das wird jetzt vor allem in der Weihnachtshektik doch schon schwierig. Wie sinnvoll ist diese Maßnahme tatsächlich? Wie kann sie in der Realität umgesetzt werden? Denn man kann ja noch immer in einem Laden alle Personen an einer Stelle haben. Wie soll das funktionieren, dass man dort auf die Abstände achtet? Und wie lang sollen die Schlangen draußen in der bitteren Kälte jetzt werden? Ja, das ist eben ein großer Unterschied, ob man draußen steht oder drinnen ist. Also wenn man drinnen ist und es kommt die Aerosolübertragung zustande, dann zeigt sich eben, dass man sich leider auch also in solchen Geschäften infizieren kann. Die Studien der letzten Monate haben das nochmal klar gezeigt, insbesondere bei Studien in den Vereinigten Staaten. Selbst wenn man Maske trägt, dann atmet man ja durch eine Alltagsmaske diese Aerosole ein. Und wenn der Abstand dann zwar gewährleistet ist, aber es sind zu viele Leute drin, dann ist die Konzentration der Aerosole so hoch, dass es dort zu also Ansteckungsketten kommen kann. Das wäre insbesondere dann für die Älteren gefährlich, die man unmittelbar nach dem Shoppen besucht. Ich sage mal ganz simpel, heute geht man shoppen und 2 Tage drauf oder 3 Tage drauf besucht man dann seine Verwandten, dann kann man schon ansteckend sein, das wird man selbst gar nicht bemerken. Oder am 4. Tag beispielsweise, wenn man dann sehr stark ansteckend ist, infiziert man Leute, hat sich das aber beim Einkauf geholt. Das wollen wir verhindern, daher diese Regeln. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Das macht das Einkaufen echt unattraktiver, wenn man jetzt im Weihnachtsshopping lange vor der Tür steht, erst rechts, wenn es kalt ist und da eben in langen Schlangen warten muss. Herr Lauterbach, wie sehr freuen Sie sich als SPD-Politiker, dass das vor allen Dingen Amazon kräftig helfen wird? Gar nicht. Ich freue mich gar nicht. Es ist auch eine völlig falsche Sicht der Dinge, dass wir uns über irgendeine Einschränkung, also die wir hier machen, freuen würden. Ich würde mich einfach freuen, wenn die Impfstoffe gut wirken, wenn wir alle schon geimpft wären, diejenigen, die sich impfen lassen wollen, die Sie anderen eben nicht. übereinstimmen, das hilft vor allen Dingen Amazon. Das weiß ich nicht, ob das Amazon hilft, das ist Spekulation, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht riskieren können. Wir können nicht Folgendes machen. Wir können nicht sagen, weil wir Amazon also nicht helfen wollen, gehen wir jetzt also in die Geschäfte rein und stecken uns an und infizieren danach unsere Eltern oder die Großeltern. Das können wir einfach nicht machen. Das kann nicht die Lösung sein. Von daher müssen wir hier schon aufeinander aufpassen. Wenn wir jetzt dieses ganze Corona-Jahr noch einmal ganz kurz für uns Revue passieren lassen, finden Sie nach dem ganzen Hin und Her der Regelungen, Lockdown wieder zurück, dann der zweite Lockdown, jetzt der Lockdown verlängert, in Berlin wieder anders, hier lokal wieder anders, hin und her in den Schulen und so weiter. Wie gut finden Sie, hat die Regierung das gemeistert? Welche Note würden Sie ihr geben? Ich gebe keine Noten. Also ich habe ja an einigen dieser Beschlüsse mitgearbeitet und es ist überhaupt nicht meine Art, jemandem Noten zu geben. Das habe ich gemacht, als ich noch an der Uni Prof gewesen bin, jetzt nicht mehr. Und ich will es mal wie folgt sagen. Also insgesamt hat Deutschland in dieser Pandemie einen Weg beschreiten können, den andere Länder als erfolgreich betrachten. Ich kann davon ein Liedchen singen. Ich trage oft vor in Ländern über Webinare natürlich, wo es viel schlechter gelaufen ist, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo ich 10 Jahre gelebt habe, aber nicht nur dort. Ich glaube schon, dass wir maßvoll durchgegangen sind. Wir haben wirtschaftlich Schäden hingenommen, aber weniger als viele andere Länder. Und wir haben eine relativ geringe Sterblichkeit im Vergleich zu vielen anderen Ländern, obwohl wir eine sehr alte Bevölkerung haben. Das ist schon eine Leistung. Eigentlich hätten wir bei der sehr alten Bevölkerung in Deutschland, hätten wir mit einer der höchsten Sterblichkeiten, wenn nicht die höchste Sterblichkeit in Europa erwarten müssen. Danke an den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.